Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass diese Lobby noch zustande kommt. Wir haben jetzt anderthalb Minuten im Ladebildschirm gehockt. Und übrigens hat sich einer meiner Mates diese Map gewünscht. Und wir spielen gegen Legion. Das ist nicht gut. Ich kann mich doch nicht so oft selbst heilen. Denn wir versuchen die Adept Challenge. Oh nein. Sie hat ihren Raserei-Sound über die ganze Map. Das wird anstrengend, Leute. Ja, wir versuchen die Adept Challenge mit Elodie. Es sind nur noch 4 Survivor übrig, die wir noch nicht adaptet bekommen haben. Ich hoffe aber, okay, meine Güte, dass wir irgendwann fertig werden damit. Und wie es sich gehört, ich glaube mittlerweile zum dritten Mal, kurz die Talente von Elodie. Wir haben da wildes Herauswinden, wie der Name schon sagt. Wenn ich vom Killer getragen werde und ich einen gewissen Fortschritt beim Herauswinden erreicht habe, kann ich Paletten selbst ziehen. Die sind hier oben. Das ist nicht gut. Ich muss noch den Generator durchziehen. Das war wieder das ungünstigste Timing. Aber sowas von ungünstig. Okay. Was heilen wir uns jetzt? Gut, das zweite Talent von Elodie ist Täuschung. Wenn ich an einem Generator vorbeirenne, an einem Schrank vorbeirenne, kann ich antäuschen, in den Schrank zu springen und hinterlasse keine Kratzspuren für ein paar Sekunden. Und wir haben als drittes Talent Einschätzung. Hier ist halt immer noch Sackgasse und ich renne wieder hier hinter, ne? Als drittes Talent haben wir Einschätzung. Ich kann 3 Kisten auf dieser Map 2-mal durchsuchen. So kurz und knapp. Also ich kann quasi 6 Durchsuchungsprozesse vollführen. Und wenn eine Kiste schon einmal gelootet ist, kann ich sie quasi noch ein zweites Mal durchsuchen. So ist vielleicht... Okay, hier wurde angemacht. Immerhin. Und jetzt machen wir uns mal ein bisschen nützlich. Jetzt haben wir hier genug Erklärbär gespielt. Hier ist kein Totem. Wir haben auch kein Ruin immerhin, aber sehr Tana. Natürlich ein bisschen doof. Ich würde gern hier den Generator wegmachen. Zwei Generatoren sind an. Warum lässt sie sich da hinten... Okay. Ach so, abgefarmt. Das ist ja doof jetzt. Ich würde schon sagen, warum lässt sich Glüdi jetzt dort hinten sterben? Aber sie wird wahrscheinlich einfach nur einen Versuch probieren. Einen Versuch versuchen. Ich weiß aber nicht, wie man dieses Wort, sie wollte einen Versuch starten. Wie man das kombiniert. Mit welchem Wort. Sie wollte einen Versuch tun. Was ist das richtige Verb? Sie wollte einen Versuch starten. Starten, oder? Okay. So, das sind die Gedanken, die mich plagen. Ich weiß nie, welche Wörter man richtig kombiniert. Ich hoffe nicht, dass der Killer von oben hinter mir kommt.
Und es wäre schön, wenn ich den Generator durchziehen kann. Das wäre optimal. Ich wollte übrigens eigentlich mal gucken. Ich habe noch eine Aufgabe. In einem alten Archiv. Einen Werkzeugkoffer aufzubrauchen. Aber ich will halt eigentlich ungern mein Medikit ablegen, weil das würde mich noch zweimal heilen. So, noch ein Medikit, gut zu wissen. Achso, wartet mal. Kann doch... Nochmal! Jetzt ein lila Schlüssel. Nehmen wir mal das wieder mit. So. Ich habe das Gefühl, ich laufe dem Killer gerade irgendwie in die Arme. Hier ist auch kein Totem. Andererseits ging ja noch nicht. Gucken, hier ist manchmal noch ein Totem. Ich habe so ein bisschen Angst vor der Nötschelle. Jetzt bin ich wieder hier, ne? Boah, ich bin die Runde halt richtig... Ich bin so ein richtig schlechter Mate. Ich habe das Gefühl, ich mache mich überhaupt nicht nützlich. Ich helfe hier überhaupt nicht, dass wir rauskommen. Manchmal ist hier unten, wenn wir hier durch dieses... durch diesen Eimer springen, diesen Fass... dieses Fass... da unten ist manchmal noch ein Gen. Ich glaube, ich springe mal runter und guck da. Okay. Kein Gen. Da. Oh, hier in der Nähe ist auch jemand am Arbeiten. Ich mache aber den jetzt mal, dass wir einen Backup-Generator haben. Falls einer von uns dann weglaufen muss, dass der andere weitermachen kann. Mein Plan war es nicht, den Gen knallen zu lassen, aber... Was macht ihr, Leute? Ihr seid doch echt... Ich meine, den musste ich jetzt nehmen. Gott, hat nicht viel gebracht, weil die liegt trotzdem. Ich glaube, ein drittes Mal kriege ich mich gar nicht geheilt. Auf jeden Fall hochgegangen. Okay, Leute. Verdammte Axt. Leute, was sind... Sind wir Anti-Mate? Mit Nöt? Mit Nöt haben wir keine Chance zu retten. Und die, die am Boden liegt, ist tot am Haken.
Ich mach den Ausgang auf. Weil, ne, nöd. Die ist eh tot. Also, so. Leute, jetzt kommt raus. Ich hab Angst. Bitte. Ich muss doch diese Challenge endlich schaffen. Bates, bitte sterb nicht nochmal. Hallo? Bitte. Okay, sie ist raus. Dann hat sie den anderen Ausgang auch auf. Ja. Und sie schenkt mir Punkte. Dann kann der Killer noch kurz den Gnom suchen. Ja! Errungenschaft freigeschaltet. Wir haben die Adept-Challenge mit Elodie geschafft. Endlich im, glaub, dritten Anlauf. Das war aber eine schwere Geburt. Aber wir haben es geschafft. Don't tunnel, please. Alles klar, Killer. Die sind raus. Es waren wirklich... Ich habe die wenigsten Punkte in dieser Runde gemacht. Aber das habe ich ja auch im Gefühl gehabt. Das habe ich ja schon gesagt. Aber es ist egal, wir haben diese Adept-Challenge mit Elodie endlich geschafft. Jetzt sind nur noch 3 Survivor übrig und ich hoffe, wir kriegen die auch ganz, 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 ganz schnell noch adapted. Und dann können wir uns eventuell eine neue Challenge für YouTube überlegen. Ich danke euch aber heute erstmal fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein und wir sehen uns sehr gern in einer nächsten Folge Dead by Daylight oder bei irgendeinem anderen Video auf diesem Kanal hier wieder. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Tschüssi!